Herzlich willkommen zu deiner Krafteinheit. Kamil und ich werden dir heute ein paar Kraftübungen für den Rücken und auch für die Schultern zeigen. Kurz zu den Utensilien. Hängt auch ein bisschen davon ab, auf welchem Level du dich befindest. Wir haben uns einen Tisch rausgesucht für ein etwas intensiveres Level. Dazu eine Tasche, ein Beutel mit irgendwas Schwerem drin als Hantelersatz. Dann haben wir noch zwei einzelne Flaschen. Je nach Übung werdet ihr gleich sehen, ob ihr dann das in der Summe etwas schwerer braucht oder ob zwei einzelne Hanteln reichen. Bei dem einen oder anderen wird vielleicht sogar auch das ohne Gewicht ausreichen, um einen guten Reiz in die Muskulatur zu kriegen. Und eine Matte brauchen wir. So, wir arbeiten mit 10 Wiederholungen pro Einheit und wir beginnen mit der Übung Schulterziehen in zwei Varianten. Die eine Variante macht der Kamil vor, und zwar mit zwei einzelnen Gewichten in der Hand. So, ich habe mir jetzt hier so einen Tragebeutel genommen, mit Flaschen bestückt. Wir starten, und zwar, ich erkläre erst das zu meiner Übung. Wir stehen schulterbreit, hüftbreit, der Rücken ist gerade, die Knie sind leicht gebeugt. Und die Ellenbogen sind immer oberhalb der Handgelenke und das Gewicht wird nah am Körper zum Kinn gezogen. Der Kamil wandelt das ein bisschen ab, und zwar hat er zwei einzelne Gewichte in der Hand und arbeitet etwas weiter nach außen. Okay, wir starten den ersten Durchgang. Wir arbeiten mit einem schönen, moderaten, langsamen Bewegungsmuster, damit jeder gut in die Bewegung reinfindet. Dann fangen wir an. 3, 2, 1 und hochziehen. Ungefähr so. 2 Sekunden hoch, 2 Sekunden runter, dass wir schön gleichmäßig arbeiten. Bei der Anstrengung wird immer ausgeatmet, in dem Fall, wenn man hochzieht, ausatmen und einatmen, wenn die Arme wieder runtergehen. So. Das ist jetzt der 6. So, noch 3. Beiden. Okay, gut, du hast die erste Übung geschafft. Wir kommen zur nächsten Übung, und zwar das Rudern. Da bieten wir jetzt auch zwei Varianten an. Man muss ein bisschen umdenken, weil Kamil und ich sich in unterschiedliche Positionen befinden. Einmal sind es Klimmzüge unterm Tisch. Da werden wir auch mit zwei Varianten arbeiten. Einmal die Variante mit angewinkelten Knien, die ist ein bisschen einfacher. Und dann haben wir noch eine zweite Variante mit gestreckten Beinen, wo deutlich mehr Körperspannung zu halten ist. Okay, das reicht schon, danke. So, ich mache die etwas vereinfachte Variante, beziehungsweise die Variante, die man vom Widerstand besser anpassen kann. Und da können wir uns wieder Beutel nehmen, eine Tüte, was wir an Gewichten haben, ein Sixpack. Der Rücken ist gerade, ihr stützt euch auf das vordere Knie auf, dann wird der Ellenbogen nach hinten gezogen und ist letztendlich fast die gleiche Bewegung, nur vom Winkel etwas anders wie die Variante, die Kamil macht. Gut, ich würde vorschlagen, wir starten mit einer Runde. So, es geht los. 3, 2, 1 und Ellbogen werden nach hinten gezogen. Wichtig an die Schulterblätter denken bei beiden Übungen, dass ihr die Schulterblätter hinten zusammenführt und fixiert. Kopf ist immer in Verlängerung der Wirbelsäule. So, die Hälfte ist geschafft. Letzten 5. Noch 4. 3. 2 und noch einer. Okay, sehr gut. Während ich mich umdrehe, die andere Seite macht, macht Kamil die etwas anspruchsvollere Variante mit gestreckten Beinen. Okay, Runde startet. 3, 2, 1 und los geht's. 2, auch hier wieder genau das Gleiche. Was für die eine Seite gilt, gilt auch für die andere. Schulterblätter werden aktiv nach hinten gezogen. Körper ist gerade, Kopf ist in Verlängerung
der Wirbelsäule. Letzten vier. So, letzten zwei. Und noch einer. Sehr gut. Und absetzen. Wunderbar. Gut, wir gehen direkt zur nächsten Übung über. Und zwar ist es der Butterfly Reverse oder die Butterfly Reverse Bewegung. Kami wird die Variante wieder mit einem Zusatzgewicht ausführen, mit gestreckten Armen. Ich werde mit gewinkelten Armen arbeiten, ohne Gewicht. Das ist die etwas einfachere Variante. Wie auch bei den anderen, testet es aus und schaut, wo ihr euch erstmal am wohlsten fühlt. Vordergrund steht immer die saubere Durchführung, also lieber erstmal mit etwas leichterem Gewicht anfangen, in die Bewegung reinfinden und dann vielleicht im zweiten oder dritten Durchgang die Intensität anpassen. Okay, wir gehen in eine Schrittposition, beziehungsweise Kaffee macht es in der Schrittposition, es geht aber auch in eine parallele Fußstellung. Bei mir arbeiten die Daumen nach außen mit einem gewinkelten, in einer gewinkelten Ellenbogenposition. Kopf ist auch wieder in Verlängerung der Wirbelsäule. Der Unterschied ist, dass Kamel mit einem Zusatzgewicht arbeitet, die Arme lang hat und es kommt noch mehr Hebel auf die Muskulatur. Okay, wir zeigen euch das. Wir starten mit der ersten Runde. 3, 2, 1 und so. Wichtig, die Ellenbogen nach hinten zu nehmen und die Schulterblätter zusammenzuziehen. Kopf ist, wie bei den anderen Übungen auch, immer in Verlängerung der Wirbelsäule. So, vier haben wir schon. Fünfter. So, und die letzten drei. Letzten beiden. Und nein. Okay. Gut. Genau, wir können die Schultern ein bisschen kreisen, ein bisschen lockern. Nehmt euch eine kurze Pause, dass die Muskeln immer mal durchatmen können, bevor ihr dann zur nächsten Variante geht. So, letzte Variante, da geht es um die Rotatorenmanschette, Schulterstabilisator, ein ganz wichtiger. Und da arbeiten wir mit einer Außenrotation. Wir arbeiten einseitig. Der Kamel macht eine Variante im Stehen, die auch anspruchsvoller ist. Er rotiert sozusagen in einer fixierten Schulter um die Armachse. Ich gehe das Ganze ein bisschen fixierter an. Lege mich auf die Seite. Handgelenk ist stabil, der Arm liegt am Körper und hält auch immer Kontakt zum Körper. Dadurch hat er ein bisschen Fixierung und wenn er dann in die Außenrotation vom Arm geht, habt ihr ein bisschen mehr Fixierung und Stabilität. Okay, wir starten im ersten Durchgang, fangen mit der rechten Seite an. 3, 2, 1 und los geht's. Das Ganze wieder in einem schönen gleichmäßigen Tempo. Lass mal in die Bewegung reinkommen. So. Drei Stück sind es schon. So, 5. Wer die Variante von Kamil das erste Mal macht und ihr einen Spiegel in der Nähe habt, im Flur oder im Bad, hilft es, da vielleicht auch mal in den ersten Durchgängen das Ganze vom Spiegel kontrollieren zu lassen. So, und noch die letzte Wiederholung. Gut. Und vorher auch gut was trinken vielleicht. Macht es angenehmer. So, wechseln die Seite. Genau, wenn ihr merkt, dass es zu schwer ist, trinkt ein bisschen von der Flasche ab und dann funktioniert das wieder. So, Arm ist gestreckt, das vordere Bein stellt ihr auf, dadurch seid ihr ein bisschen stabiler, Handgelenk ist gerade. So, erste Runde, zweiter Arm, 3, 2, 1 und los geht's. Wenn ihr merkt, dass da ein großes Ungleichgewicht von den Seiten ist, passt es an, orientiert euch an eurem schwächeren Arm, sodass der dann mit der Zeit die Möglichkeit hat, aufzuschließen. So, letzten vier. So, noch drei. Zwei. Und noch einer.
Sehr gut. Wir haben es geschafft. Trainingseinheit für Rücken und Schultern sind geschafft. Wir können zum Schluss nochmal ein bisschen die Schultern kreisen lassen, nach hinten, nach vorne. Zum Thema Beweglichkeit bieten wir ja noch andere Videos an, von daher schaut da gerne rein, damit es sich ganzheitlich nachher anbindet zum Kraft und Beweglichkeit zum Abschluss. Dankeschön, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.